BSV TV live aus der Sporthalle des Karl-Miele Berufskolleg nach dem Spiel gegen Marienfeld. Das Ergebnis sehen wir. Jo. Lieber Björn, ein kurzes Fazit zu dem heutigen Spiel. Schönes Spiel, interessantes Spiel. Leider waren sie nicht komplett die Marienfelder. Wir auch nicht. Herr Krall konnte nicht aus bestimmten Gründen, die ich jetzt nicht so erwähnen möchte. Ja, immer souverän gewonnen. Was soll ich mehr sagen? Hat Spaß gemacht. Ja, nach der blamablen 19-0-Niederlage letzte Woche bei TV Iselhorst war das ja die richtige sportliche Antwort. Was sagst du zu den skandalösen Umständen um das Spiel in Iselhorst letzten Samstag? Ja, skandalös. Kann man sehen, wie man möchte. Also die Mannschaft wäre bereit gewesen zu diesem ganzen Tara, sag ich mal, dass wir später anfangen. Bloß gewisse Personen oder eine gewisse Person meinte halt, dass das alles natürlich normal läuft, wenn man das dann so eingibt. Aber gut, sei es ihnen gegönnt. Ja, was ich scheiße finde, ist, sag ich jetzt mal auf gut Deutsch, dass wir deswegen noch 10 Euro Strafe bezahlen müssen, die ich eigentlich den TV Iselhorst in Rechnung stellen möchte. Ja, mehr möchte ja ich nicht sagen. Dann noch ein kurzer Ausblick jetzt auf das Wochenende. Wir haben ja sehr viele Starter bei den Kreisendranglisten im Nachwuchsbereich und bei der Kreisranglistenqualifikation am Samstag. Hierzu ein kleiner Ausblick. Ausblick ist sehr gut. Was ich sehr gut finde, ist, dass fast die komplette erste Herren des DJK Avenwedde mitspielt, die ganzen Verbandsliga-Leute. Das wird bestimmt sehr interessant und auch einige Landesliga-Leute haben sich gemeldet, da freue ich mich auch sehr drauf und vielleicht mit ein bisschen Glück, wie die letzten beiden Jahre, komme ich dann wieder in die Zwischenrunde. Hängt natürlich von der Gruppe ab. Ja, sonst hatten wir noch das Kreispokal-Halbfinale gegen Mastholte, was wir leider unglücklich verloren haben. Und das schöne Freundschaftsspiel gegen TVE Falldorf, Kreisligamannschaft, Kreis Lippe, Ex-Verein von Lars Hartmann. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, haben wir 9-4 gewonnen, ohne Herrn Jakubowski. Ja, das beweist, dass wir Kreisliga-Stärke haben, beziehungsweise auch oben mitspielen möchten nächstes Jahr. Ja, also wir sind ja, oder du bist ja jetzt auch designierter zweiter Vorsitzender, beziehungsweise auch jetzt gewählter Jugendwart. Dann natürlich ein Ausblick auf die Jugendranglisten. Am Freitag Jugend, Mädchen mit Cora Ludwig in Schloss Holte, Kerim Khan Güvercin Schüler A in Schloss Holte. Dann am Samstag Schülerinnen A mit Alina Plümer, Miriam Fortkort, Evgenia Pyanzina. Schülerin B am Freitag bei der TTS Gerit Bechnernkirchen mit Miriam und Alina. Und besonders natürlich die Jugend am Freitag beim Heimspiel gegen die DJK Avenwedde, 4 gegen 4. Ein kurzer Ausblick als Jugendwart. Nach den Trainingseindrücken in den letzten Wochen denke ich mal, dass sie noch eine Schippe draufgelegt haben. Insbesondere bei den jungen Mädchen bin ich guter Zuversicht, dass das funktioniert. Aber auch bei den anderen Teilnehmern hoffe ich, dass sich einige qualifizieren. Und ja, viel Glück, würde ich mal sagen. Ja, wir hoffen das auch vom PSV TV. Wir werden am Samstag noch ein kurzes Fazit ziehen nach der Kreisranglistenqualifikation der Herren. Wir werden ein Resümee mit dir, lieber Björn, über den Nachwuchsbereich ziehen, okay, wie die Endranglisten und die Qualifikationen zur Bezirksrangliste verlaufen sind. In diesem Sinne bedanken wir uns recht herzlich bei dir für das schöne Interview. Danke. Gestern natürlich vor großer Kulisse, heute vor etwas kleiner Kulisse. Nach dem Motto, nach dem Spiel ist? Vor dem Spiel.